Na, oh, wow, 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 wow. Ich habe schon eine leichte Gänsehaut hier. Tja. Es ist soweit. Es geht los. The ABC Murders. Agatha Christie. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Projekt, zu einem, wie ich glaube, richtig, richtig neuen, spannenden Let's Play. Wir schauen uns eine Geschichte von Agatha Christie an. Die Person ist, denke ich mal, euch allen bekannt, besonders mir persönlich aus den Miss Marple-Teilen. Das habe ich als kleiner Junge wirklich gesuchtet, diese schönen Geschichten, wie sie denn da alle Fälle aufklärt. Hier geht es nun heute um The ABC Murders, also den ABC-Mörder. Der ist 1936 erschienen. Nun gibt es hier ein Spiel und ich habe die große Ehre, dank meinem Partnershop Games Rocket bereits 2 Wochen vor der Veröffentlichung, ja, hier alles mit euch zu erkunden und aufzuklären. Ich bin richtig gespannt. Es ist tatsächlich das erste Detektivspiel, das ich selber zocke und natürlich, was es demzufolge auch hier auf YouTube gibt. Aber ich fand das so interessant, eine Geschichte zu verfolgen von Agatha Christie. Und ich glaube, das ist auch mal eine schöne Abwechslung zu den anderen Sachen, die ihr sonst hier bei mir immer seht. Heute wird also ein bisschen gerätselt, geknobelt. Das kennen wir noch ein bisschen von Portal. Aber ich denke mal, so ein Detektivspiel ist dann nochmal eine andere Herausforderung. Und ich freue mich richtig darauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Wenn euch das Spiel überzeugen sollte, findet ihr auf jeden Fall wie üblich den Link zur Bestellung in der Videobeschreibung. Und ansonsten lasst mir euer Feedback da, schreibt viele Kommentare. Und dann wollen wir mal versuchen, zusammen hier alles zu lösen. Perhaps you'll find this nut too hard to crack. Look out for Andover on the 21st of the month. Yours extra. A, B, C. A, B, C. Oh, some sort of joke. Yeah. Maybe. But please remind me to inform Chief Inspector Japp. Na, oh, wow, 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 wow. Ich hab schon eine leichte Gänsehaut hier. Tja. Es ist soweit. Es geht los. The ABC Murders. Agatha Christie. Sammeln Sie Ego-Punkte, indem Sie irgendwas machen. Können wir nachher bestimmt besser lesen. Wir begeben uns anscheinend mit dem Zug mal direkt auf dem Weg. Ne? Um vielleicht hier unseren ersten Fall zu haben. Natürlich. Warum sollten wir sonst hier hinfahren? Logischerweise, es geht hier direkt zur Sache. The murder took place in this street. Grim place indeed. Tout à fait, Hastings. The streets of Andover are in a terrible state. Look, there's Chief Inspector Japp. He's talking with a policeman. Let us try not to get our shoes wet. Tja, das können wir gerne versuchen. Haben Sie den Verlauf von... Ah, das ist ja schön. Jetzt, 22. Juni 1935. Wir... müssen mit der Maus, denke ich mal. Aha, das können wir auswählen. Steuern. Ich klicke mal rauf. Es geht los. Don't dilly-dally, Poirot. Chap will be waiting for us. Okay. Denn ist er hier, der, ne? Er meint ja, mit dem Polizisten spricht er gerade. Ich klicke einfach mal hin. Dash. A puddle. Ja. Clumsy. Das wäre mir höchstwahrscheinlich auch passiert, so wie ich mich kenne. So, Freundchen, wir reden jetzt. Maria, it's Hastings and Poirot. You missed the 9 o'clock train? We took the 10:30. Luckily, the service is good to Andover. So, Chief Inspector, what do we have? Klären Sie uns mal auf. The victim is called Alice Asher. She owned this tobacco shop. She was killed yesterday with a blow to the back of the head. At what time? Let me just check. Okay, er überprüft das jetzt erstmal.
Nutzen Sie die Momente, in denen Ihr Gesprächspartner beschäftigt ist, um ihn zu beobachten. Sie erhalten Indizien zu... Ah Gott, ich kann nicht schnell genug lesen. Zumindest nicht laut vorlesen anscheinend. Wir müssen wohl Indizien suchen. Ich möchte an dieser Stelle gleich mal finden Sie drei Indizien. Okay. Is Jab being too relaxed? Let us find the clues that prove it. Ist er hier ganz entspannt? Was ich sagen wollte ist, bevor wir gleich weitermachen, den Roman, wie gesagt, ne, oh, vielleicht habe ich das vorhin schon erwähnt, ich kenne die nicht. Ich habe nur ganz kurz die Einleitung gelesen, kurz durchblättert und das war tatsächlich hier eben auch von Agatha Christie, von den Romanen natürlich der erste Fall. Also, indeed, machen das sozusagen blind. Sorry, dass ich hier so lange... Ja, ich wollte das nochmal kurz aufklären. Nicht, dass ihr denkt, ich kenne die ganzen Fälle schon. Nein, kenne ich nicht. Stolz gezogener Hut, entspannte Haltung. Ach, das sind schon die Indizien, die ich hier gerade... Leichtes Lächeln. Ja, seht ihr. Super. Ja, den Schuldigen müssen wir auf jeden Fall finden. Wenn er da auf der richtigen Spur ist, warum denn nicht? Herzlichen Glückwunsch, wir haben die Trophäe gewonnen. Mrs. Asher alive left her shop at 5:30. The body was found at around 11 in the evening by an officer doing his rounds. The shop door was open. That's what alerted him. Had anything been taken? A little tobacco maybe, but you'd hardly murder for a few smokes. There's nothing of any real value in the shop. What type of woman was Mrs. Asher? In her 50s, married but separated, no children. Okay. Aha, Franz Asher, the husband. Alcoholic and violent. Oh. It's said that he regularly insulted his wife and threatened to kill her. Das wäre aber höchstwahrscheinlich ein bisschen zu leicht, oder? Nach seiner Meinung fragen, sagen, dass es zu offensichtlich ist. Ja, ich glaube auch. Also wie gesagt, ich kenne ja den Fall nicht. Zum Glück kenne ich den Fall nicht. Aber das wäre ja wohl ein bisschen zu auffällig. A little too easy, don't you think? You like complications, don't you? Well, this time you may be disappointed. But that. May I examine the crime scene? Of course, old chap. I'll be with you in a minute, Poirot. Gut, wir werden uns den Tatort mal ansehen. Vielleicht finden wir da ein paar neue Sachen. Hier direkt mal hingeluschert. Vegetable shop, also front row seat. Therefore, might have noticed something. Sollten wir auch im Hinterkopf behalten, hier den im Nachbarladen vielleicht mal anzufragen. Aber wir gehen wohl erstmal rein. Ah, ja. Freunde, ich hoffe, ihr seid gute Detektive, damit wir gemeinsam das hier lösen können. Wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann setze ich auf euch, schreibt es in die Kommentare. Wer, ja, vielleicht denkt ihr ja sogar, dass es doch der Ehemann ist. Also ich hätte jetzt, weiß ich nicht, hätte jetzt gesagt, okay, gut, das ist so zu auffällig. Wir fangen einfach mal hier hinten in der Ecke an. Vielleicht meint ihr ja, Ehemann, das macht doch Sinn. Würde es ja im Prinzip auch machen. Okay. Aufgeräumt für einen Tatort, ja, das stimmt. Wir schauen mal hier. Wie ihr seht, da schon an. Wir sind hier wohl heiß dabei. Okay, gut, das bestätigt das nochmal. Was haben wir hier irgendwie? Geordnete Zeitschriften, ja, natürlich. Ja, obwohl die Pakete. Was ist hier? Geordnete Pakete? Muss ich das anklicken? Ah, doch. Gut aufgeräumtes Regal. Wir brauchen noch eine Sache. Es wurde sauber gemacht. Oder keine Spuren. Ah ja. Wir machen das gar nicht so schlecht. Bisher alle Punkte erfüllt. Wenn ihr das Dschungelcamp guckt, wären das aktuell 6 von 6 Sterne. Hey! Da können einige nicht mithalten. So, was? Oh, da liegt sie ja schon. Ach du Mist. Ich dachte, die Leiche wäre schon weg. Oh, das ist rot. Warum blutet das hier? Was ist da drin? Beobachten Sie den Gegenstand aus allen Blickwinkeln, indem Sie die Maustaste gedrückt halten. Okay, gut. Liquid is oozing out. Is it blood? Ah, vielleicht ist das gar kein Blut. Ach, das sind Erdbeeren. It's just some strawberries that are losing their juice. Das heißt, sie war also nebenan einkaufen. Das heißt, die Dame nebenan müsste sie auf jeden Fall gesehen haben und so, wenn die noch frisch sind... ja, dann war das höchstwahrscheinlich am Tag des Mordfalls. Ja gut, hier wurde nicht wirklich geputzt. Das wollen wir kritisieren an dieser Stelle. Ne, das muss man festhalten. ABC steht da drauf. It's not just any railway guide. ABC, Kursbuch. Na, das passt wahrscheinlich. Vielleicht it's irgendwie... At the letter A. There are no prints on the book. Kein Fingerabdruck. Kann man hier blättern? Nee.
ABC. Wahrscheinlich ist das hier schon mal so ein Zeichen vom Mörder. Aber ich konnte jetzt nicht... Ja gut, das haben wir ja, ne? Aber hier war jetzt... Nee, blättern können wir... Ah, wo, vielleicht hier nochmal gucken? Ja. Ich sag mal, es ist kein Zufall. Oh nein, wir müssen da nochmal weitermachen. Hier ist noch eine dritte Sache. Eine dritte Sache sehen wir hier. Was könnte uns noch auffallen? Ja, der Tresen. Genau, hab ich ja gesagt. Nee, die können wir natürlich nicht verwenden. Das waren auch ganz andere Kunden hier. Das wird uns leider nicht weiterhelfen. Aber auch hier haben wir erstmal alles abgeklappert. Okay, die Kasse. Da meinte er, wurde ja nicht wirklich was gestohlen, glaube ich, ne? Nur ein paar Tabakwaren. Wir fangen jetzt mal hier bei der Leiche an. Plus 4 Ego-Punkte. Die Leiche. Ja. Sie wurde also kaltblütig hier erschlagen auf dem Hinterkopf. This poor woman's head is resting in a very even-shaped pool of blood. Das ist natürlich eklig. I can't see any other mark on the floor. Keine Spuren. Keine Spuren. This poor woman's head is resting. Ach so, nee, das war das. Was haben wir hier? Das sind doch Zigaretten oder was? Cigarette next to her hand. Did she drop it when she fell? Das könnte sein. Vielleicht haben wir was in der Tasche oder so? The body is hidden by the counter and is not visible from the tobacco shop store. Many customers might have thought that Mrs. Asher had popped out. Ah, das ist wohl wahr. Den kann man von draußen nicht sehen. Wir machen mal hier das Regal. Gut, das ist vielleicht nichts Ungewöhnliches. So, Poirot, any news? Nö. So, an ABC guide with no fingerprints but prints all over the counter. Normally the tobacco shop does not sell ABC guides. Ja. Exact. Mon ami, could you have a word with the neighbors? Some may have seen something. Of course, my friend, I'll do it straight away. Das ist nett. Das ist nett. Also, ich habe ja gleich gesagt, dieses Kursbuch ist verdächtig, natürlich, weil der ABC draufsteht. Wir gehen nochmal kurz zur Kasse, wenn wir hier noch im Raum sind. Okay, wir probieren einfach mal aus. Überlegung. Was könnte denn hier fehlen? Also, wir können da nicht raufdrücken, da oben. Was ist das hier? Sollen wir vielleicht irgendwo raufdrücken? Wow. The rest of the till. It is blocked by something. Something. Das gibt's doch gar nicht. Was könnte denn hier blockieren? Wir drehen mal. Ah, hahaha. Hier, mal bitte raufdrücken. Das müssen wir aber betätigen. Mechanism has just made a fan click. Okay. So, wieder drehen und open. Bam. The till is full of money, but there is something strange. Irgendwas stimmt nicht hier. Something is hidden underneath. Da ist ja auch so ein Fach. Something is hidden underneath. Ja, kann man vielleicht... Ich meine, da steht eine 8. Kann man hier irgendwas drücken oder so? Something is hidden underneath. Ja, das habe ich jetzt auch kapiert. Mal schauen. Gibt's hier noch was? Da ist irgendwas hinter, aber ich krieg's ja so nicht auf. Wieso kriegen wir das nicht auf? Something is hidden underneath. Wieso geht das hier nicht? Vielleicht müssen wir erstmal raus. Ich meine, hier steht noch eine 5. Also 8. 5, 2. 8. Wir drücken mal die Tasten, wartet mal. Gibt es das hier? 8, 5, 2. Ah, also, hier, Freunde.
Ta-ta-ta. Ja, wir nehmen den jetzt wohl, oder? Schöne Sache, da bin ich stolz auf uns. Aber gut gemacht. Wie kommen wir jetzt nach hinten? 852 war jetzt auch noch nicht so kompliziert, aber... The door is locked. Ja, dann nehmen wir doch den Schlüssel. Wie kommen wir da hin? Schlüssel. Den würde ich gerne betätigen. Kann ich den hier? The door is locked. Ja, nee, das ist mir klar. Nee, jetzt habe ich falsch drauf geklickt. Hier war nochmal schließen. Man muss das doch. Was haben wir hier? Kapitel 1. Zimmer durchsuchen. Ja, da sind wir kurz davor. Wenn wir wüssten, wie wir jetzt aufschließen. Ah, hier sind im Notizbuch. Gut. Schön übersichtlich. Was ist das hier? Das ist natürlich die Frage. Kann ja sein, dass die selber das besorgt hat, aber ich glaube eher, es ist ein Zeichen vom Mörder. Jetzt brauchen wir... Kann ich denn hier irgendwo auswählen, den zu benutzen? Ein Schlüssel. Ein Schlüssel, den ich nehmen möchte. Tür. The door is locked. Ja, deswegen soll man jetzt hier bitte... The door is locked. Ach, wie kann ich denn jetzt aufschließen? The door is locked. Das ist doch der Schlüssel für die Tür, oder habe ich mich jetzt... Ah, den müssen wir rüberziehen. Alles klar, wir sind drin. Plus 5 Ego-Punkte hat das gebracht. Fangen wir mal am Bett. Oh, ist da schon Blut drauf? Da ist schon Blut. Blood. Das... Did Alice Asher suffer from nose? Ich wollte gerade sagen, sieht aus wie Nasenbluten. Hatte ich letztens nämlich auch. Und dann war mein Taschentuch logischerweise auch noch rot. Ja, Nasenbluten wohl. Was ist hier noch? Ein umgekipptes Bild. Ist da vielleicht der Ehemann? Sie mit dem Ehemann. Kitchen in German. Souvenir of our honeymoon in the Black Forest. To my Alice forever, Franz Asher. Aha. The Ashers were a lovely couple when they were young. Muss ich auch sagen. Das sieht schön aus. Die sehen zufrieden aus, sehen glücklich aus. Aber, ja, wie wir erfahren haben, war die Liebe nicht für die Ewigkeit bestimmt. So, hier, am Tisch haben wir eine kleine Schachtel. Oder gehen wir zur Truhe? Wir gehen zur Truhe. Überlegung. Jetzt ist wieder unser Köpfchen gefragt. Wir müssen... Ah, wir müssen das drehen. Wie kann ich das denn jetzt drehen? Such a pretty decoration should be at the center of the motif to respect the symmetry. Ach so, so leicht geht's leider nicht. Alles klar. Müssen wir wirklich richtig knobeln? Das kommt... Nee, das hier kommt dahin. Nee. Oder kann man das außen auch drehen? Nee. Ach, wir könnten eigentlich... Aha, aha. Was mache ich das denn so kompliziert? Ach, dann können wir das nicht mehr drehen. Lasst mir mal ein bisschen Zeit. Wie war denn hier vorne die Verbindung? Ah, shit! Ich glaube, es gibt hier einen ganz einfachen Weg und ich habe das jetzt ein bisschen verbockt. So. Ach. Ich glaube, wir kommen ja nicht wirklich voran, wenn wir das jetzt nach da hinten schieben, oder? Das geht auch nicht. Das geht auch. Und das macht auch gar keinen Sinn, was ich hier anstrebe. Hätten wir das am Anfang einfach so lassen müssen? Vielleicht. Ja, ich bringe uns immer weiter weg. Ich will, dass es hier einrastet. Oh nein. Das ist doch gemein. Komm doch mal raus. Raus. Na! Ist das unfair? Kann ich das nochmal auf Neustart? Das geht als Detektiv nicht, glaube ich. Befürchte ich.
Wie könnten wir denn da jetzt hinkommen? Ich glaube, das Beste ist eigentlich, wenn wir erstmal versuchen, das wieder zu retten. Ich will das nochmal nach ganz außen haben. Ach, das ist ja gemein. Oh! Mann, Alter! Oh mein Gott! Wie gut geschossen! Ja.